Ja, start. Okay, letztes Mal war es total laut und deswegen muss ich jetzt so laut rumblären. Ich hoffe, dass die Nachbarn hier nichts mitkriegen davon. Ja, genau. Königskobra redet natürlich immer noch so leise, damit man ihn nicht hört, damit er jetzt es erklären kann. Also erklärst du uns jetzt, damit, falls du es falsch erklärst, es keiner merkt. Genau, ich erkläre dir jetzt. Und zwar haben wir hier diesen Mega-Mitteltank. Der hat einen mittelguten Antrieb dran, der verbraucht ein bisschen Treibstoff natürlich und ein bisschen hat halt so mittlere Antriebsleistung. Auf der Außenseite haben wir ein paar kleinere Tanks mit ein paar kleineren, ziemlich starken Antrieben, die vergleichsweise viel Treibstoff verbrauchen. Eine Frage, du koppelst jetzt alles gleichzeitig ab, oder? Die 8 Sachen auf der Außenseite, wenn die leer sind, dann koppel ich die alle ab. Achso, und den großen Tank nicht gleich? Nö, der wird uns in der befördern. Und der kommt dann auch mit dem Konvent auch wieder zurück. Lass mal den Vorhang da in Ruhe, sonst sehe ich nichts. Der große Antrieb, der wird dann abgekoppelt irgendwann. Und dann haben wir ja noch einen kleinen Antrieb oben drin in dieser Kuppel, die wir ohne die Mod nicht hätten. Die Mod heißt übrigens Procedural Fairings. Ich sage immer Fairings, weil ich bescheuert bin. Den Mod werden wir in die Beschreibung packen, wahrscheinlich. Selbsteinsicht ist ein Weg zur Besserung. Ja. Ich glaube, dein Ja hat man es gerade wieder nicht gehört, weil ich bin nicht so schnell mit dem Mikro hin und her. Ich kann das Mikro immer nicht so schnell hin und her, so. Das geht irgendwie nicht. Und deswegen. Jetzt zeige ich schon wieder so viel. Deswegen kann ich. Deswegen schaffe ich es nicht, dass, wenn ich jetzt das Mikro so schnell hin und her, dann hört man zum Beispiel Königskobra nicht gleich. Oder, okay. Oder ja, und vor allem, weil es so laut ist, hört man es insgesamt auch dann nicht so. Genau, also was ich gerade mache, ich starte meinen Gravity Turn, um in einen Orbit zu kommen. Und was ich eigentlich vorher sagen wollte, das habe ich total vergessen, weil du schon wieder so viel Scheiße laberst. Ich habe keine Scheiße gelabert, ich habe dich bloß unterbrochen, um etwas zu fragen. Ja. Deine Raketen sind gleich aus, deswegen würde ich sie gleich abkupsen. Wieso wird das Rettungsshuttle als Lander bezeichnet? Na, guck mal, jetzt werden die dann gleich so abkoppeln. Oh, das da oben ist auch aufgegangen. Jetzt haben wir wenigstens die Chance, hier rename und das wird jetzt ein Ship vom Symbol her. Ihr wisst schon, was ich meine. So, unser Orbit ist wundervoll, absolut. Irgendwie ist der Edler, der kommt schon wieder auf die Erde auf. Schau mal hin, der kommt auf die Erde auf. Nö, das ist alles perfekt. Ah, ganz knapp. Das ist bloß wegen dem Kamerawinkel. So, mal schauen. Apoapsis auf 50, wenn die dann so bei 60 ist, dann massig. Dann mache ich den zweiten Gravity Turn. So, jetzt zweiter Gravity Turn. Bin mal kurz hier hinschalten, dann sieht man es auch. So. Dann gehe ich auf komplett 90 Grad, da wo du vorher auch warst, zwischen dem braunen Halbkreis und dem blauen Halbkreis. Der braune Halbkreis signalisiert eben unten und blau signalisiert oben und so. Und das sind Berge. Yay. Ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen, bis wir im Orbit sind und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich ziemlich lang dauern, bis wir in die Nähe dieser Leute kommen. Und ihn auch dann mitnehmen können. Das bedeutet dann für uns höchstwahrscheinlich ziemlich lange Arbeit und schwierige Arbeit und viel Nervenreiben. Wie sagt man dazu? Nervenreiben, total. Ja, auf jeden Fall wird es ziemlich schwierig werden. Und, ihr müsst es dann wahrscheinlich nicht mit anschauen. Doch, klar müssen Sie es mit anschauen. Ja, nur dieses langweilige Zeug, wie wir einfach nur Manöver und dann Manöver und dann Manöver und dann Manöver, das schneiden wir halt raus. Nein, vielleicht wollen Sie es ja unbedingt sehen. Vielleicht. Sie können es ja, es gibt ja Leute, die es sehen wollen und es gibt Leute, die es nicht sehen wollen. Und die Leute, die es sehen wollen, die können ja nicht vorspulen und die es nicht sehen wollen, die schauen sich einfach die nächste Folge an, rein theoretisch. Oder klicken einfach ein bisschen weiter vor. Wir halt wieder hin, haben wir noch nie gemacht. Bis wohin man, doch, ich habe schon mal gemacht in Let's Play Fallout New Vegas Folge 2. Habe ich schon mal gemacht. Okay, habe ich noch nie gesehen. Die AP, also der Apoapsis ist auf 150 Kilometer. Kann man das nicht irgendwie einstellen, dass sich das selber macht, so, dass sie dann ausstellt? Da brauchst du einen Mod, der heißt MacChap. Das haben sie jetzt, glaube ich, nicht gehört. Sag's nochmal. Mod, der heißt MacChap. Okay, was machst du jetzt gerade?
Ich mache hier ein Manöver hin, um mich in einen komplett kreisrunden Orbit zu bringen. Und jetzt bewege ich meine Rakete. Wie man hier sehen kann. Oh. Was ist das jetzt da rechts, da unten? Rechts da unten? Wo rechts da unten? Rechts. Rechts da unten ist nix. Nein, nein, ich meine neben der Anzeige da. Achso, das da, das, jetzt war ich abgelenkt und bin vorbeigeflogen. Das da, da sieht man diesen blauen Punkt, das ist da, wo ich hinschauen muss. Und diese grüne Anzeige ist, wie lang ich Gas geben muss, beziehungsweise um wie viel Meter pro Sekunde ich beschleunigen muss, um da hinzukommen, wo ich hin will. Interessant. Jetzt musst du mal ein bisschen labern, weil ich mir ein bisschen näher an den Bildschirm ranschauen muss, weil das so klein ist. Ja, ich find's auch total spannend. Los, unterhalte die Leute, such dir irgendein Thema raus. Ja, das habe ich doch schon. Nein, am Handy wirst du jetzt so schnell nichts finden. Ah, guck mal, das sind deine WhatsApp-Nachrichten. Internet. Egal, mach irgendwas anderes. Mach irgendwas anderes! Ja, danke fürs Rumschütteln meines Handys. Wir können uns auch ein bisschen vorspulen. Gib mal, ich mach das. Gib coole News. Themen ein. Okay, ich lese einfach mal vor. Ja. Google News. Kadir Nurman erfahren gegrillte Fleischstücke in der Bild vor 2 Tagen. Okay, das lesen wir jetzt einfach mal vor. Ist bestimmt total spannend, wenn ich News vorlese. Wir haben natürlich sofort gedisliked. Mann, ist dein Handy lahm, ey. Achso, ich hab nicht drauf gedrückt. Ich hab nicht drauf gedrückt, Mist. Ich sehe jetzt gar nichts mehr von dem Spiel gesehen. Die Seite gibt folgendes an. Möchten Sie? Nein, ich möchte nicht. Okay, bild.de. Vater des... Schaust du ernst auf bild.de? Dürfen wir das überhaupt sagen? Ist das nicht dann Werbung oder so? Ja, es gibt dann natürlich auch noch andere Zeitungen, wie zum Beispiel die Mittelbayerische und andere wie, ich weiß nicht. Die Süddeutsche oder irgend sowas? Ja, alles mögliche. Vater des Döners ist tot. Vater des Döners? Wer hat der den Döner erfunden hat oder was? Nein. Meinst du, ich lese mir das jetzt alles durch? Ja, ich bin hier schon wieder total abgelenkt, weil ich... Ja, mach halt das. Sollte eigentlich da... Ja, mach halt dein Ding. Ich mach das Handy jetzt mal aus hier von dir. Wir sollten weniger mit Handys arbeiten. So, als erstes retten wir Edler Kömmen, den du da so toll aus dem Ding aussteigen lassen hast. Okay. Du bist schuld. Ich bin nicht schuld. Du hast mir nicht erklärt, was EVA ist. Du hast gesagt, was ist EVA? Klick. Ich hab dir 0,56 Millisekunden Zeit gelassen zu antworten. Das ist genügend Zeit. Absolut. So, warte, jetzt musst du wieder unterhalten, weil ich muss wieder... Ja, er macht wieder präzise Sachen, bla bla bla. Ich habe jetzt keine Ahnung, was diese Aussage hat, der Vater des Döners ist tot, aber ich gehe mal davon aus, dass der Vater des Döners tot ist. Aber wir müssen jetzt rein theoretisch zitieren, also wir haben das Ganze auf einer Internetseite gelesen, ich glaube bild.de war es, und wir haben Google benutzt, aber das ist, wenn wir das jetzt sagen, dann ist das doch eigentlich Werbung und wir müssten zitieren doch, oder? Ist doch egal. Nein, sonst kriegen wir wieder irgendwelche Urheberrechts-Scheiß-Zeugs. Kriegen wir doch sowieso die ganze Zeit wegen der Spielemusik. Ja, aber trotzdem. Ich suche gerade diesen blauen Punkt und ich habe übrigens gerade meine Solarsegel ausgefahren, die irgendwo da vorne sind sie irgendwo. Und es ist gerade scheiße dunkel. Was? Da. Ja, ich sehe schon. Aber die Rakete ist ein bisschen schwerfällig, was vielleicht an der Größe liegen könnte. Nein. Jetzt solltest du wieder die Leute unterhalten. Warum muss das eigentlich ich machen? Er schüttelt hier gerade die Schultern so. Schüttelt die Schultern. Ja, was könnte man denn erzählen? Also, ich schaue mich in dem Raum um und ich finde eine Dose von... Nein. Keine Werbung. Nein, keine Schleichwerbung. Ich wollte nur Wir machen keine Schleichwerbung. Nein. Nein. Konzentrier du dich auf dein... Achtung, ach so, ja, Hilfe. Gut, ich habe ihn abgelenkt. Ich wollte nur... Nein. Piep. Hör auf.
Wir machen keine Schleichwerbung. Ja, wir schon wieder hier Schleichwerbung machen. Nein! Du spinnst. Warum spinn ich? Du willst Schleichwerbung machen, dann schreiben die Leute wieder, disliken uns. Ey, ihr macht Schleichwerbung. Ich wollte knabbern. Beep. Beep. Wir machen keine Werbung. Beep. Okay. Dein Tank ist gleich leer. Nur ja, mal so. Kannst du jetzt aufhören, rum zu spinnen? Ich spinne nicht rum. Ich verhindere bloß, dass du dieses komische Wort sagst. Knabbergewächs. Ah! Mist, ich glaube, ihr habt es jetzt gehört. Zum Glück hatte ich das Mikro weit genug entfernt von ihm, dass ihr es nicht hören könnt. Ja, die ganzen Rettungsaktionen sind total spannend. Ich setze mir mal das Headset gescheit auf. So, ich setze mir jetzt mal das Headset. Jetzt habe ich mir das Headset besser aufgesetzt. Jetzt muss ich es nicht die ganze Zeit halten, weil Königsgruppe sowieso eher weniger redet. Deswegen sitzen wir jetzt hier schön. Und wir schauen hier zu, ich kommentiere das jetzt ein bisschen, wie Königskobra gleich die Bahn von Edler streicht, aber Edler irgendwo ganz anderes ist. Also ich habe hier keine Ahnung, was er hier gerade macht, aber ich glaube, er versucht Edler zu retten. Und ich glaube, es ist nicht gerade so spannend, was er da gerade macht, deswegen sollte ich irgendwas für euch erzählen. Das was hat er schon ganz richtig gesagt. Um nochmal auf das Thema von vorher zurückzukommen, werde ich jetzt einfach mal sagen, welcher der Zugspitze? Och, man kann da gar nichts reden, ey. Jetzt höre ich mich voll gedämpft, weil ich die Kopfhörer auf habe. Jetzt höre ich mich gar nicht mehr gescheit. Man kann da fast gar nichts sagen zu dem Thema, wenn man irgendwie nur einmal kurz einen Fernsehbeitrag gesehen hat. Und, ja. Mist. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Naja, also auf jeden Fall werden wir vielleicht in Zukunft mehr solche Together-Projekte machen, mit denen wir dann irgendwie erreichen wollen, dass wir Together spielen, also zusammen. Es wird bestimmt total toll. Vielleicht werden auch noch andere Together-Projekte kommen, was ich gerade eben gesagt habe. Und dieser weiße Dampf da, das ist übrigens RCS. Das ist so komprimiertes Gas, was man aus kleinen Düsen lassen kann und somit kann man sich besser bewegen im Orbit. Okay, das haben wir jetzt halt erfahren. Und ich war gerade mitten in meiner Erklärung, dass wir mehr Together-Projekte machen werden. Bis auf Terraria, glaube ich. Terraria haben wir ja schon angefangen, beziehungsweise Königskobra hat das schon angefangen. Ich habe Terraria jetzt auch, aber irgendwie funktioniert Hamachi nicht so richtig, mit dem wir dann das Ganze zusammenspielen können. Ich kann irgendwie nur Hamachi 1.2 installieren und ich weiß nicht, ob es jetzt da richtig geht. Das haben wir noch nicht ausprobiert, ob mit 1.2 das alles so richtig funktioniert. Aber irgendwie letztens war es so, dass ich mit meinem Hamachi, also das 2.0, da kommt irgendwie andauernd so eine Fehlermeldung. Das werde ich vielleicht mal in meinem Let's Play dann nochmal genauer sagen, weil ja, in meinem Let's Play werde ich es nochmal genauer sagen und nochmal genauer fragen, ob wir da, ob ihr irgendwie Hilfe wisst, ob ihr irgendwas wisst, was ich da machen kann, damit wir, einer von euch wollte ja, glaube ich, total unbedingt, dass ich Terraria mitspiele. Ich habe Terraria, aber Hamachi geht nicht und das ist das Problem und deswegen. Es ist eigentlich ganz gut jetzt am Anfang, dass Hamachi nicht geht. Da kann ich mich wenigstens noch ein bisschen einspielen in Terraria. Ich kann ja Terraria auch nicht von heute auf morgen. Ich spiele es jetzt schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle jetzt dann. Ich werde jetzt dann, wenn ich zu Hause bin, nochmal genauer schauen, wie ich Hamachi und alles. Ja. Das war es jetzt mal so mit unserem. Es kommen auf jeden Fall noch andere Projekte und ich werde demnächst auch ein Angespielt bringen, bin ich mir ganz sicher. Ich werde ganz sicher ein Angespielt bringen und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen kann. Ich kann nicht bloß sagen, dass noch ein Angespielt kommt, dass, was kommt denn noch alles? Ich weiß gar nicht, was Königskobra so alles geplant hat. Auf jeden Fall wird ein Highlight-Video noch kommen, von mir gemacht dieses Mal. Ist natürlich viel besser als Königskobra 1, weil 1 natürlich immer besser ist.
Und, ja, was kommt denn noch? Ja, genau, dieses Together-Projekt, das vielleicht auch mal ein Einzelprojekt ist. Wenn Königskobra mal Lust hat, dann spielt halt Königskobra mal allein. Und sonst, wenn ich halt mal dabei bin, spielen wir mal das zusammen. Dann wollten wir eigentlich noch was mit was anderes Let's Playen. Da bräuchten wir aber die zwei Mikros dafür, weil es sonst nicht funktioniert. Und das geht jetzt irgendwie nicht, deswegen sollten wir schauen, dass wir das erstmal genauer hinkriegen und versuchen das erstmal noch genauer. Dann, was kommt denn noch? Auf jeden Fall kommen weitere Folgen von Minecraft und SimCity. Minecraft sind wir, glaube ich, zurzeit. Sind wir gerade aus der Mine rausgekommen wieder. Und ich glaube, jetzt wird es gerade wieder spannend hier. Jetzt hat nämlich, glaube ich, Königskobra die ganzen Manöver fast fertig und wir sind fast auf der Umlaufbahn von. Wie hieß der Typi nochmal? Edler. Edler, genau. Wir sind fast auf der Umlaufbahn oder fast genau auf der Umlaufbahn von Edler. Und wir können ihn eben demnächst retten. Das wird bestimmt total super. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Folge, Mann. Ja. Mal schauen, ob wir Edler retten. Wenn jetzt das gerade ein Ende wäre, das wäre total perfektes Ende von so einer Folge. Und ihr werdet bestimmt in der nächsten Folge sehen, ob wir Edler retten oder nicht. Cliffhanger. Was war das jetzt? Das ist ein Cliffhanger. Dieses Ende, wenn du, wenn irgendwas Interessantes kommt und du machst ein Ende. Ja, genau. Dann ist es ein Cliffhanger, damit die Leute das nächste auch anschauen. Ja, genau. Höchstwahrscheinlich haben wir jetzt genau eine zweiminütige Folge, wo ich dann sage, ja, und hoffentlich seht ihr dann beim nächsten Mal, kommt ihr dann wieder. Das ist dann höchstwahrscheinlich so eine zweiminütig lange Folge. Und die kommt dann extra für euch raus, damit ihr dann diese Cliffhanger habt, wie Königskobra so schön sagt. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Ich habe alles getan. Königskobra ist immer noch nicht fertig und wir haben die Kürbis immer noch nicht gerettet. Vielleicht sollten wir es einfach lassen. Und die Kürbis da oben für immer allein lassen. Wobei wir es fast geschafft haben. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Ich glaube, das habe ich zwar zum fünften Mal schon gesagt, aber es ist wirklich verdammt schwierig, sowas hinzukriegen. Und ich bewundere auch echt die Leute, die das in echt dann schaffen. Also mit so einer echten Rakete dann so aus dem Mond zu fliegen, dann da was hinzustellen. Und vor allem die Leute, die das ganze körperliche Training da machen, das ist auch verdammt krass. Also was jetzt bei uns die Kürbis sind. Natürlich gibt es da nicht so Leute, die dann irgendwo an einem PC sitzen und dann EVA drücken und dann fliegen sie so raus. Das gibt es natürlich dann nicht, aber ich glaube, dass die Leute, ich respektiere die echt schon, wenn die dann so da so drin sitzen und dann mit keine Ahnung wie viel G in ihren Sitz gedrückt werden und dann ins Weltall rausschießen, um dann vielleicht nie wieder richtig gehen zu können, weil sie, was kann man im Weltall haben? Muskelschwund oder wie das heißt. Genau, weil sie Muskelschwund haben, weil man im Weltraum ja viel weniger wiegt. Und dadurch können sie vielleicht nie wieder richtig gehen oder sowas. Oder sind dann auf einmal von so einem totalen Bodybuilder überhaupt gar kein Bodybuilder mehr. Und deshalb bewundere ich die Leute, die sowas schaffen. Und vor allem, wenn sie dann auf dem Mond stehen. Das ist bestimmt so ein Riesenmoment, wenn du dann auf den Mond kommst und dann so die Flagge reinstößt und dann sagst, wir sind die ersten Leute auf dem Mond. Auf Englisch natürlich. Ja, das finde ich total mega cool. Ich hoffe, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, Königskobra hat es jetzt fast geschafft, auf die komplette Bahn zu kommen vom Edler. Und jetzt werde ich dann das Headset wieder absetzen und genauer. Man sieht jetzt, man hat jetzt da. Gehen wir nochmal kurz zurück. Man hat jetzt. Oh, abgekoppelt. Ja, man hat jetzt hier, man sieht jetzt hier schön diese Sonnensegel, die sehr schön sind. Man sieht jetzt halt die Sonnensegel, die da schon sehr schön sind und wir schaffen es jetzt höchstwahrscheinlich gleich Edler zu retten. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir dann danach die Folge beenden bzw. die Aufnahmesession und er mich dann spielen lässt oder wir dann überhaupt erst dann allein macht. Ich weiß es nicht oder ob wir es jetzt noch dann gleich zusammen machen. Das werde ich nehme jetzt mal das Headset ab.
und halte es jetzt mal wieder so in der Hand, damit Königskobra auch wieder mehr reden kann. Okay, dann kann ich kurz erklären, was ich gerade gemacht habe. Also, ich habe gerade meine Umlaufbahn so optimiert, dass wir genau hier bei diesem Intersektor, da sind wir 0,4 Kilometer von Edler entfernt. Und da, wenn wir dann noch ein bisschen hin und her, Gas geben, dann können wir uns an die Geschwindigkeit von Edler anpassen und ihn ins Raumschiff einsteigen lassen. Und dann müssen wir dasselbe nochmal mit dem Typen im dummen Ding machen. Ja, den Namen wissen wir leider nicht von dem Typen im dummen Ding. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Angelegenheit. Jetzt springen wir gerade ein bisschen vor. Jetzt sind wir gleich bei diesem, wie heißt das Ding? Intersect. Und gleich haben wir es erreicht. Und wir müssen jetzt... Wo ist Edler? Da ist Edler. Edler Kerman, an dessen Geschwindigkeit passen wir uns jetzt gleich an. Dann kann Edler Kerman bei uns einsteigen